So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den Norman dabei. Servus. Und wir gucken uns hier im neuen Jahr alte Decks an. Ja, ja, stimmt. Und wir gucken uns an Curses gegen Burn. Ja, Curses, ein Deck, was jetzt erst seit kurzem in der Meta wirklich ist. Ich meine, wir haben das damals schon gespielt, 2000, bevor es cool war. Ja, da waren die ersten Curses erst raus. Ja, da waren manche der Curses noch überhaupt nicht raus. Stimmt. Wie zum Beispiel der aus Amonkhet, der Schwarz. Ja, stimmt. Das der Weiße. Wir haben die theoretisch mit noch Innistrad. Na, mit Innistrad haben wir Curses Deck gespielt, genau. Ja. Und auf der anderen Seite hatten wir letzte Woche auch schon Good Old Time Goodies, Burn. Ja, klassischer Mulligan. Ja. Das Deck ist halt ein Stompy-Deck, richtig? Ja, ist ein Stompy-Deck. Es ist eine pure Stompy-Shell und also die Shell-Trinisphäre mit Chalice of the Void. Chalice of the Void. Okay. Und dann Khan, hat man glaube ich auch schon gesehen. Und dann halt die Curses, hier den Curse of Misfortune, der den Gegner verzaubert. Und dann kann man sich in der Abgabe immer einen Curse raussuchen und den Gegner anhängen. Deck dazu kommt morgen. Ja, und ja, ist halt Mono-Schwarz. Ja, das ist halt. Ja, Mono-Schwarz und hat halt noch weiße Curses drin. Ein, ja. gut, hier hast du jetzt mit Trinisphäre einen Boardstate, der sehr uncool ist für den Burn-Spieler, weil er halt bis Turn 3 praktisch nichts spielen kann. Und erste Runde ist Trinisphäre ist auch so mächtig. Ja, geht mit dem Deck halt durch die Dark Rids ziemlich solide. Sind da auch Petals und Chromox? Nur Chromox drin, okay. Also keine Petals. Okay. 4 Mana, kommt da jetzt schon Chalice of 1? Chalice of 1. Wäre natürlich für den Burn-Spieler halt ja. Echt der wunderschönste Start. Wizards, also so eine Old Borders Trinisphäre könnte ich noch gebrauchen. Ja, bitte keine Old Border mehr. Da haben wir Fetch. Ja. Ah, ist natürlich das. Der Trinisphäre und Chalice tut halt jetzt echt weh. Ja. Und gerade Burn, dass er versucht, über viele schnelle kleine Zauber zu gewinnen, hat hier natürlich das Problem, dass es hier durchkommen muss. Auf der anderen Seite ist Burn eigentlich gar nicht mal so schlecht in dem Matchup gestellt, oder? Nee, du hast halt manchmal das Problem. Wenn du kein Prison Piece hast, hast du ein Problem. Punkt. Oder wenn er es wegbekommt nach dem Sideboard. Also wenn du dich nur auf die Trinisphäre verlässt, dann kommt eine Braid oder ein Smash des Smitherins. Schlecht. Ja, glaube ich. Genau. Ist das Firecraft auf der Hand? 4 Damage im Gesicht. Das kann schmecken. Was ist? Suspend. Okay. risky. Richtig risky, aber. Ja, gut. Da ist noch eine Chalice. Die Chalice, kann man die auf 2 legen? Man kann sie auf 2 legen. Man kann sie auf 2 legen, dann klockt man den Gegner halt komplett. Mhm. Ich glaube aber, bevor man nichts macht, legt man die auf 2. Ja, hier fehlt, glaube ich, ein Mana für das Curse of Misfortune. Mhm. Der kostet 5, genau, da fehlt ein Mana. Ja. Ja, dann haben wir Chalice auf 1 und auf 2. Da sind auf 16. Auch mit den richtigen Würfeln. ja. Und dann Upkeep. 3 Mana, 3 Mana zahlen, 3 Schaden. Das ist halt so bitter. Hätte man auch einfach 3 Mana zahlen können, dem ins Gesicht werfen können, oder? In der Theorie, ja. Hat die keine Karte gezogen? Ich glaube, Burnspiel hat hier keine Karte gezogen. Ich glaube, ich glaube, der Burn-Spieler hat hier keine Karte gezogen. Kein Land für Curses, das ist natürlich. Das ist jetzt halt blöd. Ist halt ein Stompy-Deck, ne? Ja, genau. Es ist halt immer noch ein Stompy-Deck. Da kommt jetzt den Riftbolt, der wird einfach direkt für 3 ins Gesicht gecastet. Ja. Immer auf 10. 10 ist natürlich schon echt nicht so hoch. Nee, vor allen Dingen mit dem Ancient-Tomb, auf das man sich verlassen muss, ne? Oh, da ist ein. Da ist immer noch der Miss Fortune. Was haben wir denn dann noch? Ne, wenn ich es richtig gesehen habe, war da ein Gegner von der Kreatur. Die eine von den Win-Kombos. Und ja, die sind halt nicht so cool, wenn man die mit Chalice schon abgeschaltet hat, die ganzen Kreaturen. Exploded Firecraft, 4 ins Gesicht. Ja, das kann jetzt halt natürlich auch passieren, ne? Dass der einfach Big Drop versus nach Big Drop macht und dann halt. Snow Curse. Boah, das ist. Aber gut, auf der anderen Seite, irgendwann gehen natürlich die Big Drops vom Burn halt aus. Und. Ich weiß gar nicht, ob er Natural 20 Damage jetzt noch hinkriegen könnte. Das ist natürlich das Engine-Tomb im Spiel. Ja. Da ist dann die Frage, was man macht. Doch, das geht schon. Gerade durch Fire Blast, 4 Stück, 4 Firecrafts. Boah, stimmt. Das alleine sind 24 Damage. Das ist ein Dark Rid. mit Chalice auf 1 und mit der Trinisphäre ist halt so ein echt undankbarer Top-Deck. Ja.
Aber hier sitzen beide Spieler noch. Das ist halt, du stehst da mit geladener Waffe und kannst nicht zünden. Ja, nee. Aber beide Seiten tatsächlich. Sehr, 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 sehr witzig. Burn. Oh, da ist jetzt... Okay. Burn hat auch einen Arsch voll Mana schon. Ja. Ja, das sind jetzt halt, du gehst halt jetzt so 4 runter. Das ist gefährlich. Da kann halt dann einfach ein Fireblast kommen für Ende. Ja, da kommt ein Fireblast für Ende und dann hat sich das schon erledigt. Genau, sonst könnte man jetzt das Ding Curse tatsächlich zocken. Ja. Aber hier entscheidet man sich dafür, dazu, den nicht zu zocken. War es dann ein Fehler, das Land zu legen? Hätte man das Land dann auf der Hand halten können? Sollen? Weiß ich nicht. Ja, da kommt Urburg. Das macht es natürlich richtig angenehm jetzt. Ja. Ja, ansonsten hättest du halt den Landdrop jetzt nicht gehabt und ja. Die fehlte ein Mana. Ja. Ja, genau. So, dann kannst du... 4, 5, 6 Mana. 6 Mana? 6, ja. Kann man 1 enttappen oder spielt man 2 aus? Nicht mehr in der Trainingssphäre im Spiel. Ja, stimmt. Unwahrscheinlich. Hier wird nochmal erklärt, dass man hier keinen Schaden kriegt. Ja, man tappt halt für ein schwarzes, da es ein Swap ist. Genau. Das ist jetzt vor allem, man curst, glaube ich, einfach den Gegner. Ja. Curst dich. Und dann so, okay, was ist dieses Curse, wovon alle reden? Meiner Meinung nach ein Commander-Deck seit dem neuesten Innistrad. Aber es ist anders. Ja, das ist halt. Genau. Curse of Misfortune verzaubert den Gegner und lässt ihn dann jede Runde, wenn du dran bist, als Curse of Misfortune-Spieler, dein Deck nach einem Curse durchsuchen und den ins Spiel bringen. Ja, und an dem Gegner an dem Spieler dann auch ausrüsten. Das bedeutet, man hat Sachen hier wie alle Kreaturen sind als Einser. Alle Kreaturen kriegen -1/-1. Das ist ziemlich gut. Jeder Spieler muss zu Beginn des Zusammens eine Kreatur opfern. Wenn er nicht kann, kriegt er 5 Schaden. Ja, auch das als Win-Option sehr, sehr gut. Manchmal habe ich jetzt im Sideboard gesehen schon einen Curse of Silence im Endeffekt. Also, dass jeder Spieler noch der verzauberte Spieler noch einen Zauber spielen darf. Und ich glaube, es ist neu aus Crimson Vow drin, oder? Crimson Vow ist einer drin. Ist das nicht der, der zu einem Lifelinker wird? Das oder meinst du den Curse of Leeches, der quasi, das ist glaube ich, nee, das ist, welcher ist das jetzt? Das ist der mit dem Opfern, glaube ich. Nee, der war auf der Hand, meine ich. Ist das der mit dem Card Draw und der Gegner Life Drained? Ich weiß es nicht. Das sind halt die Curses, wie gesagt, wenn ihr die genauen Curses genau haben wollt, schaut euch morgen das Deck-Tag an. Hier wird dann wahrscheinlich aber nur Draw-Go gemacht und gehofft, dass der Burn-Spieler nichts zieht. Ja, also mit 2 Leben wird es halt echt knäpplich. Ja. Das ist Cruel Reality, das da. Genau, Cruel Reality. Und das ist auf jeden Fall das mit dem Opfern. Und auf der Hand ist, glaube ich, der Weiße, der alle 1/1er macht, oder? Ja, als alle 1/1er und alles außer Planeswalker Abilities und Mana Abilities kann nicht mehr aktiviert werden von Kreaturen. Das ist ziemlich gut. Oder genau. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall der Khan searched hier vermutlich. Okay. Ja. Khan searcht dir ein Land. Ja. Ist tatsächlich ziemlich strong und auch oft genutzt worden. Ja. Also ist wichtig, das eine Land im Sideboard zu haben, auch wenn es total bescheuert ist, aber. Okay, interessant. Ist genauso, man spielt ja im Prison auch die rote Pendant davon. Ja. Und ist Cruel Reality. Ach, das ist genau, es sind 5 Damage. Jetzt natürlich die Frage, kann man hier einen Top decken? Das ist die Frage. Man muss nur 2 Schaden schießen. Man hat halt jetzt in die Hand wahrscheinlich voll mit 1 und 2 Drops, ne? Ja. So, dann wird da gezündet. Da kann jetzt ein... Also es gibt noch den Curse of Leeches. Ich meine, der drained 2 Life. Das wäre natürlich eine gute Situation. Ja. Der ist halt so... Ah, nee, hier ist der. Das ist auch der. Oder spielt man 2 von denen? Kreaturen sind 1/1 und haben keine Effekte mehr. Ne, die spielst du nur einmal. Du spielst eigentlich jeden Curse, den du raustutoren willst, nur einmal. Okay, weil auf der Hand ja noch irgendwie eine weiße Karte, glaube ich, war. Das war, glaube ich, eben vom Mulligan. Ah, das ist eine Trainingssphäre und das andere war Mulligan, stimmt. Mhm. Ja, ansonsten, das... Ja genau, The Curse of Leeches war so ein Daybound Curse, der zu einem Lifelinker wird. Mhm.
Jetzt bin ich gerade überlegen, welcher war das andere denn? Kann ich sagen. Ich bin gerade überlegen, ob man es irgendwie hinkriegt, dass man 6 Mana zusammenkriegt für eine Ding. Ich glaube nicht. Boah, ist schwierig. Ich muss halt jetzt mal überlegen. Lettuce meinst du, ne? Hm. Das ist die Chalice auf 1 halt nicht, aber wenn du die Chalice auf 1 abschaltest, bist du tot. Instant. So, das ist... Alle Kreaturen kriegen minus 1, minus 1. Ja. Damit kriegt er auch keinen... Genau. Keine, damit hat man den Lock, dass der Gegner keine Kreatur mehr aufs Feld kriegt und damit kann man dann... Das geht manchmal einfach hoch auf 4, damit kriegt der nimmt auch keine Kreatur, auch wenn es relevant sein könnte, aber man möchte nicht, dass die Trainingssphäre abgeschossen wird mit irgendwas. Ja, Mama animiert nix. Ja. Dann machen sie noch 2 Runden. Das wird jetzt echt noch knapp. Ja, gerade wenn man 2 Leben ist, halt, das tut so weh. Ja, das ist halt schon echt hart. Dann kommt jetzt als Curse nur noch der Leeches in Frage, oder? Leeches ist das nicht tatsächlich, den ich meinte. Der müsste man morgen im Deck mal gucken, weil ich bin mit den Cursen, mit dem Namen noch nicht so... Ja, kann ich absolut verstehen. Die sind halt gerade der neue Curse noch nicht so. Die anderen Curses hier, die kann ich, kriege ich noch hin. Und Overwhelming Splendor und ja, das ist halt alles Cruel Reality und Ding, die kriege ich noch hin, das sind ja die alten, die kriege ich hin. Aber die neuen Curses aus Crimson Vow sind mir noch nicht geläufig, leider. Ja, das ist halt... genau, wichtig bei Miss Fortune auch, man darf auch nur einen dran machen, der... Curse of Death's Hold. Ah, okay. Hold. Der scheint auf der Hand zu sein dann. Ja. Ja, das zeigt sich das Deck so ein bisschen von der hässlichen Seite, weil man halt wirklich Curse of Misfortune auf der Hand stackt und Dark Rids und weitere Trinisphären. Ja. Alles nicht so die... Der ganze Early-Plan bleibt halt jetzt auf der Hand. Ich meine, man könnte jetzt eine Trinisphäre droppen und könnte mit der Trinisphäre für 3 zuhauen. Mhm. Weil man dann noch eine 2. Trinisphäre dann hätte. Ja, okay, der Cruel Reality macht halt auch seinen Job. Ist halt die Frage, ob man überhaupt noch was machen will, außer safe zu sein, dass man überlebt. Problem ist, man hat halt, glaube ich, nichts mit Lifelink im Sideboard. Mm-mm. Würde mich wundern. Da ist noch eine. Ach, noch die Lilly, die ist auf der Hand. Macht halt auch nicht viel. Pff. Wahrscheinlich einfach nur, damit man nicht discarden muss. Ja, wahrscheinlich. Plus eins nichts, go. Ja. Wenn man Land zieht. 5 Damage. Und jetzt kommt es wirklich drauf an, was der Top-Deck ist. Wenn er jetzt Top-Deck, Fireblast ist, irgendwas. Dann ist Feierabend. Oh, Chain Lightning. Gut, dann war das echt haarscharf. Chain Lightning kann man nur beim Resolven kopieren, ja, richtig? Der muss Schaden gemacht haben. Schade, sonst hätte man auf sich targeten können, 2 Mana bezahlen können, die Kopie dem Gegner unterschieben. Ne, das geht leider nicht. Aber wäre eine Idee gewesen, wenn es funktioniert hätte. Funktioniert leider nicht. Das ist nicht dieser Replicate-Spell. Richtig. Gut, Sideboarding, jetzt natürlich Smash des Mirrorens. Ja, ist die Frage, was man als Curses-Spieler nimmt. Paar Removal. Mehr Removal. Ich glaube, wenn ich mich daran erinnere, da sind nur die Massaker reingeflogen. Und das ohne Ebenen beim Gegner. Ja, ist halt 4 Mana, kriegt man hin, ne? Ja, 4 Mana, alle Kreaturen minus 2, es ist gegen Burn tatsächlich oftmals, das Feld ist leer. Ja. Gut. Burn, wie gesagt, wird wahrscheinlich einiges an Effekt-Removal drin haben. Verzauberungs-Removal hat Rot nicht. Und sonst würde sich nicht. Würde man die Blood Moon reinnehmen? Ich glaube nicht, oder? Meine Mono-Black-Stacks tendieren ja dazu, dass man relativ schnell zu einem Blood Moon bricht, aber halt nicht Turn 3 Blood Moon. Nee, Turn 3 Blood Moon ist halt schlecht. Also gerade on the play will man jetzt hier eigentlich so Sift Spear spielen und dann into reinrennen. Ja. Also nach Möglichkeit möglichst schnell so 5-7 Schaden rausfeuern und den Gegner bluten lassen. Genau. Und da ist jetzt die Frage, ob man das hinkriegt. Die Hand ist, glaube ich... Okay, bei beiden uncool anscheinend. Okay. Mulligan. Burn ist, glaube ich, besser Mulligan als Curses, kann das sein? Ja. Weil du hast halt eine Menge Bricks, sogenannte Bricks im Deck. Ja, du hast halt viele Sachen, die du gar nicht haben willst auf der Hand. Bei anderen Seite, ein Mulligan ist halt gut, weil dann kannst du so einen Curse, den du raussuchen willst, kannst du halt einfach drunter schieben. Aber der ist halt free, der Mulligan. Ja, dann ist halt eklig. Ja. Gut, aber beide scheinen zufrieden jetzt zu sein. Mhm. Auf der anderen Seite Burn halt, ja, es spielt halt dann... Oh ja, Swift Spiel. Also Philipp spielt dann halt gegen mich schon wieder mit Trinisphäre und Chalice im Deck. Ist halt auch nicht so geil. Nö, aber es ist ja, gerade wenn er sich ein bisschen darauf vorbereiten kann, Game 2 und Game 3 auf jeden Fall schon angenehmer. Uff.
Das ist ein ätzender Start. Das ist das Land, was auf der anderen Seite Removal ist, richtig? Genau. Wenn der Gegner nur nicht Standard-Länder kontrolliert, kostet der Mana weniger. Er ist halt zum 3-Mana-Destroy-Target-Creature. Ja, gegen Burn, Nicht-Standard-Länder. Ja, nur Nicht-Standard-Länder. nee, das ist not going to happen. Bolt dein Gesicht. Werfe ich dir mal 300 Euro ins Gesicht und hau dich nochmal für 50 Euro. So. Nachdem wir neulich einen Vortrag gehalten haben, wie günstig Burn noch ist. Ja, also man kann es auch verdammt teuer machen. Burn kann man auch verdammt teuer machen. Defend Text ist aber auch. Ja, geht so. Du kannst den Preis halt verdoppeln, aber Doppelte von nichts ist halt immer noch nichts. Okay, Burn kannst du den Preis, glaube ich, vertausendfachen. Tausendfachen weiß ich nicht, verhundert. Na klar, du kannst die Mountains kaufen. Ja. Aber wenn du jetzt mal in einem normalen Bereich bist, glaube ich, verhundertfachen kannst du es. Das sind Chromorks. Auch das, boah, das ist aber ein echt so langsamer Start. Ja, jetzt ist man noch 3 Mana. Macht man jetzt Trinisphäre? Ja, weil ja, okay, da muss der Gegner sich halt gleich. Ja, der Riftbolt bleibt im Exile. Genau, da wird doch, glaube ich, noch erklärt. Ja, wird immer nachgefragt, wie es funktioniert. Wird er castet? Also, er versucht sich zu casten, kann sich nicht casten, bleibt im Exile. Hat keine Suspendmarken. 3 Mana, genau, hat keine Suspendmarken drauf. Dann. Wenn man jetzt natürlich kein Land hat als. Aua. Das tut weh. Ja, das ist unangenehm. Das ist halt auch sowas, was Burn mal passiert, dass die nur 3 Mana haben oder 2 Mana. Ja. Das ist dann halt so schwierig. Genau, der bleibt im Exile, wird da drüber gelegt und dann go. Ja, das ist halt jetzt der Wendepunkt. Wenn jetzt Curses abfallen kann mit Land into Curse into. Ja, also das ist relativ faster Tod, ist sehr schnell das Prison aufgebaut. Das ist was ich bei Curses sehr interessant finde. Curses schafft es sehr, sehr fix einen. Okay. Also, das ist, ja, so ein Schwachsinn. Eine Karte, die man umsonst spielen kann, wenn der Gegner eine Ebene hat, reinnehmen, wenn der Gegner nur Mountains hat. Na, ein Board Removal! Ja, dann ein Price of Progress für 3, das ist, zieht mal 6 Damage. Das ist ordentlich. 4 Damage. 4 Damage, aber das ist ordentlich, ja. Ja, 2 Mana 4 Damage ist okayisch. Da ist auf jeden Fall ein Smash auf der Hand, wie ich es richtig gesehen habe. Also natürlich auch nicht so geil mit Trinisphäre, da braucht man schon noch ein weiteres Land. Ja, das sind aber, jetzt sind 6 Mana. Hat man einen Curse, macht die Trinisphäre. 5 Mana, noch. 5? Ja, man hat ein Land auf der Hand. Das ist die Frage, knallt man jetzt einfach nur die 3 zweite? 3 Mana, 4 Mana, Khan. Ja, den plus mal. Ja? Damit Burn den nicht umbumst. Okay. Ohne Pressure on Board wäre ich jetzt fast dafür gegangen, den einfach auf Minus zu gehen und was zu suchen. Das ist die Frage, was? Das ist halt das Problem. Lettuce, wenn man Land auf der Hand hat? Ja, aber dann kommt ein Burnspell und dann ist Lettuce. Ja, Risk it for the Biscuit. Das ist auf jeden Fall der schlechteste Spell, den Burn aktuell haben kann, mit Opfere 2 Mountains. Bezahl 3 Mana. Ja, auf der anderen Seite ist da auch ein Smash. Wenn da jetzt ein Mana-Mail gekommen wäre für den Damage, wäre das echt krass gewesen. Hätte man jetzt smashen können, also wenn jetzt ein Mana gekommen wäre, hätte man beide Artefakte abschießen können und hätte dann für 4 ins Gesicht schießen können, wenn man es gebraucht hätte. Das ist die Frage, auf was man geht. Ich habe das Soulland gesehen. Man könnte jetzt theoretisch Lettuce holen. Lettuce ist aber auch nur so semi-geil, wenn der Gegner halt Smash spielen kann. Ja. Aber Smash ist Sorcery. Nee, er hat nicht Smash, sondern er hat den Replicates. Oh, der ist Sorcery. Ja. Smash ist Instant. Aber ich glaube, das weiß Curse-Spieler hier nicht und würde. Ich glaube, da wurde auch gerade nachgefragt, ob man genau, dann würde ich Schaden auf den Planeswalker schießen kann. Ja, ich glaube, dann würde man einfach Trinisphäre spielen, nochmal plussen. Vielleicht sogar mit der Trinisphäre zuhauen, aber wahrscheinlich eher nicht. Na, dann ist der Trinisphären-Effekt weg. Ja. Ja, einer von beiden. Naja, ist halt die Frage, wenn der Gegner dann genau in dem Moment halt den einen. Okay. Ins Gesicht. Man hätte es auch einfach als Blocker deklarieren, zurücklassen können. Ich glaube, das wäre sogar besser gewesen, wenn man jetzt versucht, nächste Runde Lettuce zu holen, um einen 5er Planeswalker zu haben. Ja, auf der anderen Seite, wenn der jetzt kein Land hat, muss der all sein Mana tappen, um eine Trinisphäre loszukriegen. Ja, das ist halt genau der Punkt, wenn jetzt. Da wird gefragt, bis man es zu ist. Ja, bis man es zu ist. Sonst wird die jetzt gebaut. Wahrscheinlich. Ja. Die wäre so wichtig auf den Karten gewesen. Ja. Das ist ein Rift. Nee.
Was für ein Boot? Boah, der war wichtig gewesen auf dem Kahn. Ja. Jetzt kann man halt nämlich einfach auf 5 gehen. Damit geht er auch nicht runter. Der Hidden ist eh ausgetappt. Dementsprechend ist es egal. Das ist total irrelevant. Holst dann hat die Lettis, zahlt für 4, 5, 6 und ja, das war's. Dann das Lettis Lock. 2-0 für Curses. Sehr, sehr krass. Curse sehr, 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 sehr schöner Auftakt dafür. Wie gesagt, Gabe Deck dafür kommt morgen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns bis dahin. Ciao, ciao.